one word for peace and unity. Yeah. Is this our last prayer? We ignore a matter. Is this our last prayer? We ignore each other. Is this our last prayer? We ignore a matter. Is this our last prayer? Liebe Leute, sehr geehrte Damen und Herren, liebe Rechtsräder, liebe Freunde, ich freue mich sehr, dass ihr heute alle unserer Einladung gefolgt seid, hierher gekommen seid, einfach mit uns gemeinsam zu essen. Dafür bin ich auch sehr, sehr dankbar. Ich sehe es auch, jeder, der heute kommt und mit isst, dafür spende ich Geld. Also ihr müsst nicht spenden, aber ihr könnt gerne spenden. Ja, ihr könnt gerne spenden für Sweet Home Project. Sweet Home wird auch kurz gleich Frau Doris Meyer vorstellen, was die vorhaben, was die, warum wir diese heute Spendeaktion gemacht haben. Herzlichen Dank. Ja, für die Gambianer, die hier ganz offensichtlich herumrennen, die sind aber alle ein bisschen pressescheu. Und ja, die kochen immer einmal in der Woche montagabends gambianisch und laden dann ein, sich zu begegnen dort. Und wir haben dann den Spirit Each One Teach One, jeder lehrt jeden. Wir haben alle Potenziale, die wir entfalten, und wir möchten uns gegenseitig unterstützen, das zu tun. Und in dieser Location, wo wir dann sind, wir wechseln momentan häufiger, weil wir immer wieder eine größere suchen. Aktuell sind wir in der ganz kleinen, im Café Gegendruck in der Altstadt. Immer, also Montag von 5 bis ja, 10. Und ja, entwickeln da immer wieder neue Ideen. Und die neueste Idee ist die mobile Küche, weil wir gerne im Sommer jetzt über die Märkte ziehen würden. Und da suchen wir jetzt gerade Material, Geldspenden, Menschen, die gerne mitbauen möchten. Und wer sich da gerne engagieren möchte, kann jederzeit auf irgendeinen von uns zukommen. Hier ist ein kleiner Stand. Ansonsten montags vorbeikommen und einfach mit tüfteln. Ja. Dankeschön. Ich bin heute auf der Spendenaktion vom Wasim Butt als Each One Teach One. Wir haben heute ganz viele Leute hier gehabt, die gegessen haben, syrisch, afrikanisch. Und damit hat Wasim für jeden 1 Euro gespendet für die Schaudepots und das mobile Küche, die mobile Küche. Und ich bin heute hier mit dem Amadou, der uns erklären wird, was Sweet Home und Mobile Kitchen ist. Also, erstmal Amadou, hallo. Hallo, my name is Amadou, I'm from Gambia, refugee in Heidelberg. We are organizing for the chicken, yeah, yeah, for the mobile chicken in Heidelberg, yeah. Ja, die Gambians, die Gambianer haben immer einen kleinen lustigen Sprachfehler und sagen statt Kitchen, Chicken. So, we are organizing a mobile chicken. Mobile Kitchen. Ja, wir sind von dem Sweet Home Projekt. So, what is the Sweet Home Project about? Sweet Home Project about is to make people together, bring people together, to share ideas together, to do things together. That is each one teach one. That is the project. Yeah. Exactly. And what is your part in the Sweet Home project? My part in Sweet Home is for cooking, like African food. I can cook African food, tomoda, chepujen, benakin,
Yeah, and so others. So you are planning to make this mobile kitchen now. Yeah. What is the idea about it? What do you want to do with the mobile kitchen? The mobile kitchen, what we want to do with the mobile kitchen? We want people to come and then we make the mobile kitchen as our professional work, and then we see what will be come on it. Yeah. Genau, wir können dann nämlich mit dem mobilen Kitchen durch Heidelberg fahren und auf den Märkten und in Stadtteilfesten das afrikanische Essen verteilen, wenn wir es in Heidelberg schaffen, die bürokratischen Hürden zu überwinden und mit unseren Flüchtlingen hier ein tolles Projekt zu starten. Ja, wir haben hier schon die ersten Ideen. How it's going to look like maybe. First ideas. Those ideas. Genau. So we look cool and we will organize it and then we see how we can work on it. We make hands together. We want people to come and support us. Our little ideas we have, we show them to the people, the idea they have, they bring it for us, we do what we can do. And you have some people who can also build it, like welders or...? Yeah, we have some people who can build it, like welders, because we have so many boys at home, they can do something if they get the stuff to do something, because they don't want to be lazy at home. All the time, they want to be something else tomorrow. Yeah. Cool, okay. So, wir freuen uns, wenn wir Unterstützer finden, ob es Geld ist, Material oder Menschen, die mit anpacken, die zu uns in Sweet Home kommen montags. Ihr findet uns auf Facebook, da findet ihr auch raus, wo wir immer sind, weil wir uns immer woanders aufhalten. Und wenn ihr dabei seid, dann kommen wir bald an unser Ziel, mit der Mobilküche ganz Heidelberg mit leckerem gambianischen Essen zu versorgen. Danke, bis bald!